Jan, wie viel Prozent der Frauen geben an, dass sie ohne klitorale Stimulation nicht zum Höhepunkt kommen? Sagen wir 75%. Das ist ziemlich genau richtig. Deutsche Abendunterhaltung heute mit Escort Lady Salome Baltus. Wagen Vagina Wissen aus unserer Firma Lyrischer Kunst beim Poetry Bang und Musik von Dissi. Und damit herzlich willkommen zur neuen deutschen Abendunterhaltung Staffel 6, Folge 4. An meiner Seite der bezaubernde Lars-Erik Pausen. Und bei mir der wunderschöne Andreas Links. Andreas, ich freue mich richtig auf die heutige Folge. Hat Spaß gemacht zu recherchieren. Mhm. Sowieso in den letzten Wochen recht interessante Themen dabei gewesen. Ich habe geschaut, wie groß sind denn so 500 Kilogramm Plastiksprengstoff? Wie viele Sturmgewehre passen denn in so eine Kiste rein für den Haus des Geldes Einspieler? Ja. Ich habe geguckt, wie überlebe ich nach einer Apokalypse? Heute habe ich geschaut, wie bewerten ein Freier, Prostituierte in diversen Foren. Und da habe ich mir irgendwann mal so die Frage gestellt, was ist eigentlich, wenn man meinen Browserverlauf mal checkt? Schwierig. Ja, gut, bei mir waren die Tabs natürlich eh gerade offen, aber diese Woche hat es mal Sinn gemacht, denn bei uns heute zu Gast, und sie liegt schon, wir können das sehen, die Zuschauer können das nicht schon, sehr nah neben der Kamera, heute bei uns zu Gast High-Class-Escort-Dame, Ex-Weltkolumnistin, die wunderbare Salome Baltus. Hallo, freue ich mich drauf. Oh! Hier ist sie schon. Hallo, nein. Hallo, kleiner Salome. Spaß, es sind nur wir. Schade. Ach, wie schön. Die neue deutsche Bälle, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Hallo. Auch Audi, wieder am Start. Audi. Audi. Felix und Mark. Ach, Oliver Mark ist der andere, ja. Die ja. beiden Jungs. Die Jungs sind dafür da, dass ihr eure Kommentare musikalisch aufbereitet bekommt da draußen. Also postet immer fleißig unter das YouTube-Video, das hochgeladen wird, fetzige Kommentare. Und dann habt ihr vielleicht irgendwann das Privileg, hier in der Sendung auftreten zu dürfen. Und zwar musikalisch begleitet von Felix und Mark, unserer neuen deutschen Bälle. Yo, howdy, Partner. Howdy, ha. Heute Country. Ist doch ganz gut vielleicht. Der Top-Comment lobt einmal mal unser neues Design. Yeah. Vielen Dank an Agraf. So soll es sein. Danke. Auch Neuroleun gefällt's gut. Er schreibt, wow, 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 wow. David mochte unser Spiel mit dem Clocky Hole. Mark G. Bauer konntet ihr vor allem mit einem Wort beschreiben. Sympathisch, 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 den konntet ihr gut leiden. Die Musik hat nicht geleiert, auch Thies Ullmann wurde gefeiert. Doch zu Country sag ich nee, denn das hier war eine scheiß Idee. Ich hab mir das irgendwie besser vorgestellt mit den Hüten und den Sonnenbrillen. Aber vielleicht einfach eine andere Richtung nehmen. Immerhin die neue deutsche Bälle, Felix und Marc. Können wir die Tür auch eigentlich wieder zumachen vom Aufzug, wenn wir gar keinen Bock mehr haben? Ich glaube, wir können das gar nicht, nee. Gut. Schade. Gut zu wissen, das sollten wir auf jeden Fall noch einbauen. Ja, aber wir haben es eben schon gesagt, heute tauchen wir ein bisschen ein rund um das Geschäft, rund um Sex. Ja, da wollen wir heute ein bisschen vorführen. Unter anderem haben wir etwas aufbereitet für euch. Und zwar gibt es, wie für alles inzwischen im Internet, natürlich Bewertungen, ja? Mhm. Also bei Amazon wird alles Mögliche bewertet. Natürlich werden auch Prostituierte bewertet in freier Foren. Leute, was sich da findet, ist natürlich teils menschenverachtend, aber teils haben sich auch einige Poeten in diese Foren verirrt. Das haben wir gleich nochmal als Poetry Slam für euch aufbereitet. Aber vorher, lieber Lars, müssen wir natürlich einmal die Basics checken. Ja, gerade bei Rocket Beans, wo holen wir die Leute überhaupt ab? Wissen die überhaupt, wie so eine Frau aussieht? Weißt du, was der Unterschied zwischen Vulva und Vagina ist, zum Beispiel? Ja, das eine ist und das andere ist natürlich was anderes, ne? Genau. Und wir haben natürlich eine bei uns, die kennt sich so halbwegs aus, weil sie Biologie studiert. Das ist die liebe Sophia. Und die ist bei uns in der Firma rumgerannt und hat mal ein bisschen gefragt, wie ist das mit dem Zyklus? Was ist eine Vulva? Braucht man das überhaupt? Was wissen die Mitarbeiter von Rocket Beans überhaupt über die Frau und ihre Geschlechtsorgane? Könntest du mir einmal so einen Zyklus malen?
hier haben wir unsere lustige Eizelle. Was und macht ihr denn so? Wartet auf die Befruchtung. Wie lange sitzt ihr so? Wie lange wartet man so als Eizelle im Durchschnitt? Naja, ne? Also die wandert ja, glaube ich, irgendwie so 2-3 Tage, bis sie dann da ist. Und dann wartet sie vielleicht noch 2-3 Tage. Aber dann ist auch vorbei. Dann, naja, und dann irgendwann ist sie ganz enttäuscht, dass keiner vorbeikommt. Wann ist denn so die Phase, wo man schwanger werden kann? Also wenn das jetzt so das Schema wäre. Ja, gute Frage, das müsste ich jetzt eigentlich wissen. Wär ganz gut, ja. Ist gut. In den ersten 3 Tagen, glaube ich. Weil man da noch nicht die Tage hat? Weil man da noch nicht die Tage hat. Wann hat man denn die Tage so vom Zyklus? Am Ende des Monats, am Ende des Zyklus. Nee, in der Mitte des Zyklus. Die Wissenschaftler sind sich noch nicht ganz einig. Jan? Wie viel Prozent der Frauen geben an, dass sie ohne klitorale Stimulation nicht zum Höhepunkt kommen? Ja, Jan ist der Profi. Ja. Sagen wir 75%. Das ist ziemlich genau richtig. Angenommen, wir haben jetzt einen ursprünglich weiblichen Körper. Okay. Wie ist die Klitoris aufgebaut? Ist das schon alles, ist meine Frage. Meinst du jetzt die Funktion oder jetzt das Organ an sich? Weil das Organ ist ja viel größer, das es geht Organ. Halt nur nach ja, innen. Ja. Ja, ja. Das ist ja viel, noch viel größer, geht ja, halt genau. nach innen. Also dürft mir gerne zeigen, was denkt so. Ihr, wie groß das Organ denn so insgesamt ungefähr? Ich glaube, es geht hier noch so weiter. Das ist, ich glaube, es geht deutlich das weiter als die Grafik anzeigt. Mal so zeigt. Ungefähr, wie das so aussehen könnte. Ganz frei. Ich glaube, es verläuft quasi im Körper mehr so in Richtung nach oben in den Bauchraum rein. Okay. Wenn ich mich nicht irre. Andere Theorien? Ich würde sagen, das fächert sich auf. Meine Theorie ist, dass das Nervenenden sind, die gehen dann hier so quasi und dann ist das hier irgendwie so ein Batzen gekräuselt da irgendwie. Ich gehe ja grundsätzlich davon aus, das ist ein Monat, ne? Ja. Oder 27 Tage war das irgendwie sowas. Mit den Mondphasen und was auch immer. Nachdem das Ei hier gelandet ist, merkt es, oh shit, ich bin ja gar nicht befruchtet worden. What the fuck, Mann? Und dann, das klingt hoch. Ja, das ist halt so volle, pure Enttäuschung einfach. So die ganze Anticipation hier so die ganze Zeit ist es so, boah geil, Mann, jetzt geht's richtig ab. So. Aber dann ist hier nichts. Das ist so underwhelming wie, keine Ahnung, wie Google Stadia wahrscheinlich. Was macht eigentlich die Pille? Die Pille bei Frauen dient zum sexuellen Schutz. Und gegen was? Gegen unerwünschten Eisprung. Oder gegen den normalen Eisprung. Nee, Quatsch. Nein. Sie erlaubt den Eisprung, aber sie erlaubt nicht die Befruchtung des Eis, glaube ich. Und wie macht sie das? Hormone, diverse Chemikalien. Wie viel Prozent der Frauen geben an, dass sie nur mit klitoraler Stimulation zum Höhepunkt kommen? Das müssten sehr viele sein. Ich würde es auf über 80% schätzen. Meine Erfahrung behaupte ich, das sind mindestens 70%. Was sagst du? Ich sag mal 57,9. Schön. Aber die eigentliche Antwort ist ja, wen kümmert's? Die Gebärmutter in ihrem Alltag. Hallo, in der Gebärmutter wächst dann das Kind heran und vorab, deswegen haben wir unsere Tage, also die Periode, wird das immer vorbereitet. Also es wird quasi gemütlich gemacht, also kommt da mehr Blut rein und wird das alles so Kissen ausgeschüttelt und hingelegt. Vorne haben wir allgemein super Laune, also ist das jetzt quasi das Plateau der guten Laune. Ja. Dann wird es so, also wenn der Herzrhythmus ein bisschen zuckelt. Das sind die unangenehmen Tage mit ganz viel Kopfschmerzen. Ja, gibt es dafür eine Bezeichnung? Periode. Und wann ist der Eisprung jetzt in dieser gute Laune Phase? Der ist da oder ist der? Wann ist der Eisprung jetzt? Ist der in der schlechten Laune oder in der gute Laune Phase? Weiß ich nicht, war echt schlecht im Bio. Wenn ich so eine kleine Vulva an die Wand kritzeln wollen würde. Brüste weiß ich. Brüste sind. Ja, es könnten jetzt auch 2 Augen sein oder Fahrräder. Nee, wir wollen schon so eine kleine Vulva haben. Ja, aber gibt es denn einfach? Ja, das erkennt man doch null, oder? Mit den Augen sieht es noch geiler aus. Ja, okay. Das ist Eduards Bild einer Frau. Wenn sie Kannst du mir bitte einmalen, wo du glaubst, so die Klitoris liegt? Hier. Das war's? Oder nee, warte mal. Nee, das ist, glaube ich, ist das der Harnausgang? Hier ist die Klitoris. Ja, so. Das ist so ein Fahnengewächs. Das muss man sich so vorstellen. Hier ist dann, da ist so ein bisschen Farn und da ist auch ein bisschen Farn.
und zusammen ist es ein großes Farngewächs. Okay, danke, Farn. Bitte, Sophia. Sehr interessant, auf jeden Fall haben wir ein bisschen was gelernt. Wie sieht's bei euch aus, Felix? Marc, habt ihr ein bisschen was dazugelernt? Nö, für mich war nichts neu. Nee? Yeah. Ich kenne mich sehr gut aus. Sehr gut. Felix, offensichtlich auch Profi. Ich schreibe mir jetzt schon mal den Wunsch auf von Salome, was sie trinken möchte und steck's in die Flaschenpost. Es ist übrigens ein Prosecco, ein Prosecco, wie der Römer sagt. Ach, ja. Endlich mal was Vernünftiges zu trinken. Wasser hier, es ist das erste Mal, dass kein Wasser bestellt wird. Herrlich. Ich glaube, wir müssen noch einmal ganz kurz durchatmen. Nach einem Spot geht's hier weiter. Freuen wir uns natürlich wahnsinnig, unseren heutigen Gast begrüßen zu können. Wir haben es schon erwähnt, sie ist Escort-Dame. Sie hatte eine Weltkolumne. Normalerweise würde sie für die 2 Stunden, denen wir heute Zeit mit ihr verbringen, sehr viel mehr Geld bekommen. Ich glaube, es sind über 1000 Euro. Wir werden sie fragen, dafür ist sie heute hier. Genau, ja. Oder ich frage nochmal Andreas hinterher. Hier ist sie, Salome Baltüs. Du bist nicht gern alleine, in der Tasche paar Scheine. Suchst die nächste Affäre, hier kommt die Chefetäre. Das selbsternannte Spielzeug für Erwachsene, dem Vögelkäfig der Welt entwachsene. Was bedeutet Python Rouge, meine Damen und Herren, Salome Baltüs? Welcome, sehr gut. Hallo, ja. Hallo. Au revoir, ach nee. Was Leute, steht Salome vor! Hallo Salome, wo ist sie? Oh mein Gott! Wir haben sie verloren! Salome, komm zu uns! Herzlich, hallo! Herzlich willkommen! Herzlich willkommen. Hallo, ich zieh dich an Land! Ach, es ist so. Hallo Salome, machst du dich ja bequem so hier im Bällebad? Soll ich dir die Sonnenbrille abnehmen? Nein. Oder nein? Gut, dann behältst du sie. Du willst was trinken? Du kriegst hier auf jeden Fall schon mal die Flaschenpost hat gerufen. Wo ist es denn? Ach du Scheiße. Hier, einen kleinen Prosecco kriegst du. Du wolltest es in der Tasse haben, ne? Ihr habt ja nichts anderes. Ja, tut nicht so, als hätte ich die Wahl. Ah, gut, da hast du auch wieder recht. Salome, ich habe gerade schon gesagt... Man hat nicht immer die Wahl in meinem Beruf, weißt du? Ja. Ich habe gerade schon gesagt, du bist jetzt so, sagen wir mal, 2-3 Stunden bei uns. Was würde das denn normalerweise kosten bei dir? Also, 2 Stunden, bis zu 2 Stunden kostet das ja, wie man auf der Website sehen kann, 1000 Euro. Aber wenn es dann schon mehr als 3 Stunden sind, das ist ja eigentlich normalerweise geplant, dass man nicht noch Dinner hat, dann sind es 1200. Um das mal ein bisschen einzuordnen, du arbeitest als Escort-Dame. Erzähl mal ein bisschen, wie lange machst du das schon und wie bist du dazu gekommen? Es sind mittlerweile 9 Jahre. Und ich bin dazu gekommen, weil ich während meines Studiums eine Möglichkeit gesucht habe, mit möglichst wenig Zeitaufwand genügend Geld zu verdienen, um leben zu können. Und zwar in Berlin in der Innenstadt, ohne BAföG und ohne sonstige Unterstützung. Und es ging dabei nie darum, dass ich jetzt plötzlich reich werden will. Es ging wirklich um die Wohnung im inneren S-Bahn-Ring. Okay, das ist ja schon reich teilweise. Prost erstmal. Prost. Ja. Okay, wir haben nur 2 Tassen, oder? Du warst gar nicht eingeladen heute. Ah, okay. Ja. Und das hat dann aber gut funktioniert, oder hat das erstmal gebraucht, bis man da so drin war? Nein, ich hatte damals Glück. Ich war in einer tollen Agentur, die damals völlig einmalig war und die, von der ich auch viel gelernt habe. Und das war eigentlich so überraschend schön. Ich habe mir ja natürlich Gedanken gemacht, was macht das mit dir? Und wie geht's einem danach? Und diese ganzen Vorurteile, die waren auch in meinem Kopf. Und als ich das dann vorbei war, dachte ich, irgendwas musst du völlig übersehen haben. Irgendeinen Riesenhaken hast du nicht bemerkt. Ich suche ihn seit 9 Jahren. Noch nicht gefunden. Der einzige Haken, den es natürlich gibt, ist natürlich die Wahrnehmung von außen. Mhm. In meinem Fall jedenfalls. Ich habe inzwischen durch den Berufsverband und meine gewerkschaftliche Arbeit auch Frauen kennengelernt, die den Job nicht so toll finden, immer wie ich, und wo er auch nicht so toll ist. Aber trotzdem finden die ihn besser als jeden anderen Job. Ja, wahrscheinlich muss man da einfach differenzieren zwischen dem Bereich, in dem du tätig bist. Du bist ja wirklich im High-Class-Luxus-Escort-Bereich und dem Part, wo es auch dunklere Ecken gibt. Also alles, was man eben braucht, ist legale Strukturen und die Möglichkeit, sich zu schützen.
und kommunizieren mit anderen, dass man weiß, in welche Gefahr sollte man sich nicht begeben. Und je mehr Vernetzung und je mehr Solidarität es da gibt, umso besser. Und dafür hast du dich ja eigentlich auch immer eingesetzt, zum Beispiel auch in einer Weltkolumne. Kannst du mal erzählen, du bist ja jetzt nicht mehr in dieser Weltkolumne tätig. Wie kam es dazu? Was ist passiert? Also ehrlich gesagt habe ich darauf auch keine so genaue Antwort. Ich hab falsch zitiert und das mögen die gar nicht. Mhm. Also angeblich falsch zitiert. Ich bin mir zwar manchmal noch immer noch nicht sicher, dass ich mich da wirklich so geirrt habe. Aber normalerweise räumt man doch erstmal Journalistenpreise ab, bevor man dann rausgeschmissen wird mit falsch zitieren. Anderes Haus. Ja. Also, ich glaube, da fragst du lieber den Poschi selber, warum es nicht mehr ging. Ja. Also die offizielle Stellungnahme gibt es ja im Internet, dass sie sich in Zeiten von Lügenpresse und Relotius nicht leisten können, dass jemand falsch zitiert. Wobei ich nur sinngemäß, glaube ich, ja, also offensichtlich falsch zitiert habe. Erzähl mir, du hast in der Kolumne, die Kanarienvogel hieß, unter anderem auch über dieses Thema berichtet, aber was sind denn negative Erfahrungen in deinem Job? Also, weil das klang eben so, als hättest du nie welche gehabt. Gab es da nie irgendeinen Vorfall, wo du dich unwohl gefühlt hast, wo du vielleicht sogar Angst hattest, in irgendwas in die Richtung? Also man hat natürlich immer so ein bisschen Angst oder Lampenfieber vor jedem Kunden, der hinfährt, man weiß nicht, wer es ist. Und manchmal trifft man dann jemanden und der ist unglaublich höflich, aber unglaublich unnahbar. Und man denkt, gut, es ist Fakt, ich werde innerhalb der nächsten halben Stunde mit diesem Mann schlafen, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Aber dann klappt das immer irgendwie. Also es ist hinterher ein unglaublicher Adrenalinkick. Und dass man das, also geschafft hat, die Situation so zu drehen. Aber so wirklich Angst haben, also die Bedingungen schaffe ich mir, dass ich die nicht haben muss. Also zum Beispiel die Sicherheit durch diese Website, dass die Leute schon ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer angeben müssen. Dass es nur in Hotels ist, wo sie mit ihrer Kreditkarte einchecken. Also wo es eben rauskommt. Und auch die Öffentlichkeit ist ein Schutz. Also wenn mir was passiert, das bleibt halt, kommt halt irgendwann raus, denke ich mir jedenfalls. Hoffe ich jedenfalls. Gibt es einen typischen Freier, einen typischen Kunden oder ist dein Kundenstamm sehr divers? Wann warst du das letzte Mal in der Elbphilharmonie? Oh, es ist schon... Ein paar Stunden ist es her, ne? Bestimmt, ja. So ungefähr so, wie die alle da sind. Also Orchestermusiker? Oder im Theater. Ja, auch die vielleicht, wenn sie gut verdienen. Es sind in meinem Fall oft Leute auch aus dem akademischen Hintergrund, die eben schätzen, dass unsere Website so speziell ist und dass wir alle Akademikerinnen sind und man mit uns auch reden kann und nicht nur schlafen. Das du heißt hast nämlich... Aber generell würde ich sagen, dass es eigentlich keinen Unterschied gibt zwischen den Männern, die Sex kaufen und denen, die keinen Sex kaufen. Außer denen, dass die halt Sex kaufen. Ja. Dass sie ihn sich leisten können. Wobei, da gibt es ja auch, ich möchte auch auf gar keinen Fall so eine Horistokratie hier aufziehen, dass irgendwie mein Bereich besser und sicherer wäre als der von Kolleginnen im Bordell. Es gibt teilweise im Bordell viel bessere Sicherheit und ein tolles kollegiales Klima. Und wenn das von Frauen geführt wird, die sich untereinander mögen, ist das ziemlich cool. Die Preise sind halt verschieden, aber einige sagen, sie wollen gar nicht mehr Geld nehmen, weil das sie unter Druck setzt und weil sie eben die Leute lieber haben, die weniger verdienen. Sie möchten eben nicht den Aktien- und DAX-Konzern haben oder den Börsenmakler, sondern eben lieber den Taxifahrer oder den Grundschullehrer. Mhm. Also das kann man, ich meine, wir sind ja alle selbstständig. Das kann man sich einrichten, wie man möchte. Und es hängt doch überhaupt nicht mit Aussehen zusammen in dem Job. Es gibt so betörend schöne Frauen, die viel weniger Geld nehmen. Und es gibt Frauen, wo ich denke, interessant, das wäre jetzt nicht mein Typ, aber die haben offenbar ihre Kunden. Also es hängt wirklich nicht mit dem Aussehen zusammen, es ist einfach nur ein Habitus. Wie hast du denn damals deine Preise bestimmt, wenn du so anfängst im Studium, du hast Philosophie studiert, dann irgendwann, so muss man sich ja überlegen. Das war okay, ich nicht selber. Ja? Ich habe immer die Agentur genommen, die am teuersten war. Ich dachte, ich kann immer noch runtergehen. Und das dann klappte, blieb ich dann halt bei den Preisen. Und bisher klappt es auch ganz gut. Es gab dann kein Bewerbungsgespräch bei der Agentur. Doch, natürlich gab es das. Sind die ihre Gehaltsvorstellungen? Oder? Nein, die sind ja alle einheitlich gewesen, die Preise für alle. Es gibt auch Agenturen, die haben so Staffelung von Preisen. Das finde ich unglaublich furchtbar. Wenn du dir vorstellst, dass du da mit Kolleginnen bist und die eine kriegt für dasselbe mehr als du, finde ich, kann man nicht vertreten. Würde ich niemals tun. Wie viel, also Philosophie und jetzt Prostitution, das klingt so weit weg voneinander, aber gibt es da auch irgendwelche Schnittmengen? Ja, natürlich. Ich meine zum Beispiel, also die Geschichte der Hetären, die hängt mit der Geschichte der Philosophen zusammen. Frauen wie Aspasia waren ja die belesensten Frauen ihrer Zeit und selbstverständlich muss man eine Haltung zur Welt haben. Gerade wenn man einen Beruf ausübt, der für Frauen bei weitem am meisten stigmatisierte Beruf der Welt ist, sollte man, wenn man das lange machen will und vor allem, wenn man damit in die Öffentlichkeit will, ein gewisses Verhältnis
zur Wirklichkeit haben und zur Gesellschaft. Du sagst ja immer, dass diese Stigmatisierung gegenüber Prostituierten, du setzt dich auch dafür ein, dass es eben nicht mehr stattfindet. Was glaubst du, warum es diese Vorurteile gibt in der Gesellschaft? Ich denke, dass das alles mit dem monotheistischen Dogma des du sollst nicht Ehebrechen zu tun hat. Es sind letztendlich auch bei den Frauen, die uns angeblich schützen wollen, also bei den Abolitionisten, letztendlich wundert man sich immer gut, warum findest du es in Ordnung, dass jemand seinen Körper für Sex verkauft? Mhm. Er verkauft ja nicht den Körper, das ist ja Unsinn. Wir bieten eine Dienstleistung an. Sonst würde man ja auch von euch sagen, dass ihr hier gerade euren Körper verkauft oder euer Gehirn. Ja, oder. Ja. Aber jemand, der im Bergwerk arbeitet, das finden sie nicht problematisch. Da würden sie sagen, ja, wir wollen vielleicht die Bedingungen verbessern, wir wollen jetzt nicht den Bergbau oder die Landwirtschaft oder das Baugewerbe abschaffen. Nur bei uns ist das so. Und zwar deswegen, weil letztendlich immer rauskommt, dass abgesehen von den Arbeitsbedingungen, ob sie nun gut oder schlecht sind, sie immer so meinen, naja, aber es ist ja nicht okay, Sex zu verkaufen. Also das fing ja an mit dem Beginn des Patriarchats, dass der Körper der Frau, genau wie die der Kinder, das Eigentum buchstäblich des Patriarchen waren. Diese ganze Ritual der Hochzeit, der Brautvater führt die Braut zum Priester und der gibt sie dem Ehemann. Also der Mann führt die Frau, die er nicht ficken darf, zu dem Mann, der gar nicht ficken darf und der gibt sie dem, der sie in den nächsten Stunden ficken wird. Und das Ganze, da trägt sie ein weißes Kleid, damit man das Blut sich schon vorstellen kann. Mhm. Und diese Ehering ist ja, wie wir von Prometheus auch wissen, Teil eines Kettengliedes. Aber wenn du sagst, okay, du hast dich mit einem getroffen, wo du dann das Gefühl hattest, ich kann mir gar nicht vorstellen, mit dem zu schlafen, dann aber ja weißt, okay, ich werde aber für diese Dienstleistung gekauft, hast du dann immer noch das Gefühl, dass der Körper weiterhin dein Eigentum ist und du sagen könntest, ja, nee, ich will nicht? Naja, es ist ja auch eine Challenge. Du denkst, okay, wie komme ich an den ran? Es geht ja nicht darum, dass er mir unangenehm wäre körperlich, sondern dass ich denke, oh Gott, das ist ja so wortkarg und die Stimmung und das ist so kühl. Wie kriege ich das hin, dass wir in so eine Stimmung kommen, dass wir beide Sex haben? Ja, ich meine, die Männer grad, sind ja, ja nicht so, wie sich Alice Schwarzer das vorstellt, dass die irgendwie hier so in den Raum kommen und damit irgendwie uns praktisch wortlos penetrieren und die Kleider vom Leib reißen. Das passiert ja nicht. Also jedenfalls ist mir das nie passiert. Bei dir nicht. Ja. Außer absoluten Ausnahmefällen, wo es aber vorher abgesprochen war. Die meisten Menschen... Du solltest also, mal zur Probe der Sendung kommen, ja. Da passiert das, ja. Die meisten Männer sind ja Menschen. Also, Entschuldigung, die meisten Männer sind ja Menschen, die erstmal auch irgendwie auch sehr unsicher sind und die erstmal abgeholt werden müssen. Ich meine, die ganze Situation, man stellt sich das vor, man sieht die Fotos, man bucht das jetzt und dann, ja, dann hat man erstmal den Stress, dass man da ankommen muss, Parkplatz finden und wie wird es dann sein? Und dann weiß man, okay, man hat jetzt genau 2 Stunden Zeit, um eine Erektion zu haben. Und was, wenn es nicht klappt? Allein schon die Angst davor. Ich weiß, muss ich euch das jetzt wirklich erklären, Jungs? Also, wie funktioniert das denn genau? Nee. Aber du hast ja gerade auch schon so gezeigt und hast es ja auch immer wieder betont, du siehst dich als Feministin. Wieso haben andere Feministinnen in Deutschland so ein großes Problem mit dir? Na, ich glaube, die kriegen ihre eigenen patriarchalen christlichen Vorurteile nicht geregelt. Es sind ja dieselben Leute, die glauben, dass es eine Entjungferung gibt, dass es Jungfräulichkeit gibt, dass es ein Hymen gibt, dass man irgendwie dann pfählt und dass daher dann das Blut kommt. Mhm. Und dass es einen Unterschied gibt, ob eine Frau Jungfrau ist oder nicht. Nein, Baby, das stimmt nicht. Denn du hast ja gerade diesen Einspieler gesehen. Wenn wir da in so eine Art von Zellophanfolie hätten, wie würde denn das periodische Blut dann abfließen? Ja. Vorher machen wir eine ganz kurze Pause. Danach bin ich immer noch gespannt, was mit Nils und Katja. So langsam glaube ich, die kommen nicht mehr. Sind die vielleicht bis nach Berlin durchgefahren? Ich meine, da was gesehen zu haben. Ich weiß es wirklich nicht. Wir werden es gleich erfahren. Außerdem später noch geile Musik von Dizzy. Bis gleich, nach der Werbung. Montagabend stelle ich so den Fernseher an, kneif die Augen zu, weil ich es nicht fassen kann. Ich will's nicht glauben, es tut sofort in meinem Herzen weh. Es ist Katjana, die ich in der falschen Sendung seh. Ey Klaas, du kannst bestimmt höhere Gagen zahlen, ihr einen Backstage-Raum mieten und ihn rosa anmalen. Doch es geht um Katjana Gerz. Vergiss es, uns gehört ihr Herz. Kannst du knicken?
sie damit beeindrucken, dass viel mehr Leute zugucken, dass ihr echtes Fernsehen macht und nicht nur so ein Online-Quatsch. Das macht Eindruck, alles groß dimensioniert. Kann sein, dass die Masche bei fast jedem funktioniert. Doch es geht um Katjana Gerz. Vergiss es, uns gehört ihr Herz. Felix und Marc, die neue deutsche Welle. Bei uns immer noch Salome Baltus, Luxus-Escort-Dame. Ja. Hast du vielleicht noch eine kleine Story für uns? Was war denn zum Beispiel so dein längstes Escort-Date? Oh, ich darf über solche Dinge überhaupt nicht sprechen, weil ich eine Datenschutzerklärung unterschrieben habe. Das längste dauerte fast 10 Tage. 10 Tage? Und es war nicht in Deutschland. Ja. Und es war, glaube ich, beeindruckend, landschaftlich. Aber mehr darf ich wirklich nicht sagen, weil das ist gefährlich. Ich meine, Menschen haben gerade in dieser Position furchtbare Angst, dass sie ihre Daten preisgeben oder... Ich meine, ich habe die ja echt in den Eiern, verstehst du? Aber ich meine, andererseits sie mich auch. Und die haben Geld für Anwälte. Können wir es zumindest auf 3-4 DAX-Unternehmen eingrenzen? Oder? Nein. Ich bin hier nicht jemand, der sein Buch in die Kamera hält, wie in anderen Sendungen. Ich habe nichts zum in die Kamera halten. Aber ich verspreche euch, falls es keiner macht, spätestens in 2 Jahren veröffentliche ich das ganze Ding halt dann auf meinem Blog. Das ist Folgen abdrücken und pushe meine Klickzahlen damit. Und weil ich möchte schon, dass es die Menschen lesen. Wie lange kann man denn diesen Escort-Job machen? Hast du einen Plan für danach? Ich kenne Frauen, die haben erst mit 60 Jahren damit angefangen. Weißt du... Mom? Weißt du, die Männer oder auch die weiblichen Kunden gibt es ja auch, die sind nicht dieselben wie die Modedesigner oder die Menschen, die irgendwelche weiblichen Schönheitsideale festlegen. Es ist völlig erstaunlich, dass die Geschmäcker da so verschieden sind und dass gerade Frauen, die eigentlich nicht diesen Idealen entsprechend Erfolg haben. Mhm. Ich kenne Männer, die haben so als Ehefrau so eine typische Trophy-Woman, allen Maßstäben gut aussehend, und buchen dann eine mit einem leichtem Übergewicht und mit, also von einem völlig anderen Typ auch, die ich natürlich auch toll finde, weil ich mag sie als Mensch, die Kollegin. Und ich gönne sie, ich denke, ja, siehst du, Sex ist eben nicht Mode. Ja, also beim Sex, da geht es ja nicht nur ums Aussehen. Also sogar mit am wenigsten, weil guck mal, was siehst du beim Sex? Erstens siehst du vielleicht hier dieses Stück vom Hals oder so oder vom Nacken und dann ist es auch dunkel. Es geht viel mehr um Körpergefühl und um gute Stimmung, dass man sich selbst wohlfühlt und entspannt fühlt und sicher fühlt. Es geht um gute Chemie und da, also wäre es mir persönlich zum Beispiel auch lieber, wenn ich mir Sex kaufen würde, dass es eine Frau ist, die viel Erfahrung hat, als so eine, mit der ich gerade mal über ihre letzte Abi-Feier reden kann. Wobei ich auch da glaube, da gibt es auch Talente und ich bin jetzt auch nicht dafür, dass man jetzt so eine willkürliche Altersbeschränkung macht. Ich denke nur, dass man, dass es da immer sehr auf den ganz konkreten Menschen ankommt. Und ich mache das so lange. Ich habe mir vor 9 Jahren auch gedacht, na gut, mal gucken, 5 Jahre, 7 Jahre und jetzt mache ich es 9 Jahre und es wird ja eigentlich immer besser. Ja? Ja, ich habe Stammkunden, die ich inzwischen sehr lange kenne, die ich auch wirklich gern habe, die wie Liebhaber sind und ich habe mir jetzt meine eigenen Arbeitsbedingungen eingerichtet. Also wenn es illegal würde und ich das nicht mehr so machen könnte wie bisher, das wäre ein Grund aufzuhören. Hm. Oder wenn ich vielleicht in ein anderes Land gehe, wo andere Bedingungen herrschen, ich kann es nicht sagen, von heute auf morgen kann sich so viel ändern. Aber im Moment sehe ich absolut nicht, dass ich mit der Sexarbeit aufhöre. Ja, okay, wir fangen heute an, würde ich sagen, mit der Sexarbeit, denn wir sind da schon ganz angetan von. Wollen aber vorher ein kleines Spielchen spielen. Ne? Mhm. Andreas, du hast einen kleinen Vorteil, du bist ja eigentlich Experte drin in diesen Abkürzungen. Ne? Willst du es mal kurz erklären? Aufgrund von einer journalistischen Historie, und das weißt du ganz genau. Ja. Denn im Fetischwesen und im Sexwesen gibt es viele Abkürzungen, auch natürlich beim käuflichen Sex. Salome wird da wahrscheinlich einen kleinen Vorteil haben, aber unsere Redaktion hat ein paar Abkürzungen für uns rausgesucht, die durchaus gängig sind im Sexwesen. Mhm. Und wir versuchen mal zu raten, was sich dahinter verbergen könnte. AHF. Anal halt die Fresse? Anal, Hoden, Füße. Natürlich die 3 Kombinationen. Alles. Habe ich eine Ahnung? Also ehrlich gesagt, ich glaube, das ist ein Fake. Gibt's nicht. Alles hart ficken? Alles hart fake? Alles hard fake ist wahrscheinlich dann die Antwort. Wollen wir die Auflösung gesagt bekommen?
Achselhöhlenfick. What? Der gute Achselhöhlenfick. Das habe ich in meinem Leben nie gemacht. Das wurde noch nicht beantragt bei dir? Nein. Nein. Ist das, ach so, Englisch. Was machen Leute? Das nennt man Englisch. Okay, gut. Der nächste Begriff. BBB. Big Black Bitch. Bitch, Big Black Bitch. Hast du eine Ahnung? BBB? Schon mal jemand angefragt? Blasen bei Boris. Also wenn jemand solche Abkürzungen nennen würde in deiner Anfrage, würde ich ihn schon von vornherein die Blacklist setzen. Aber ja? Nein. Blacklist bei Baltüs. Passt ja auch tatsächlich. Ja. Aber die Auflösung? BBB. Bart, Brille, Bauch. Ach so, es geht um Kontaktanzeigen. Der Freier hat Bart, Brille und Bauch. Wow. Felix. CBT. Okay. CBD, ja, hätte ich gewusst. Ach, CBT, okay. Das ist eine völlig willkürlich erfundene Abkürzung. Weiß nicht, wer die euch hier auftischt, aber in den Foren, die ich kenne, sind die... Unsere Sexexperten. Come. Mit dem würde ich gerne mal ein Kadergespräch führen. Das können wir hinterher machen, ja. Das ist jetzt Trifecta. Come Blast. Komm bitte. Ins Tierheim. Es kommt der Come Ball. Hast du eine Ahnung? Tits. Was könnte es denn heißen, Salome? Ich glaube, ich würde dann in dem Fall den Kunden einfach fragen, was er damit meint. Wir sind ja alle kommunikative Menschen. Cockball Trampling. Das könnte Felix sein. Marc, ihr seid doch die Englisch-Experten. Ja, aber irgendwie genau den, also die anderen kannte ich natürlich, aber ja, den jetzt gerade nicht. Den Cock and Ball Torture. Ich dachte Trampling. Da hätte ich Kolleginnen gehabt, die das wissen, aber siehst du, das ist nicht mein Spezialgebiet, weil da kann man ja auch mal ganz schön was kaputt machen. Ja, aber wurde es schon mal angefragt bei dir? Nein, das fragen die bei speziellen Adressen. Okay, da weiß man schon vornherein, CBT ist nicht neun mit dir. Frag ich da. DWT, du willst transen, ist wahrscheinlich DWT, was ist deine Schätzung? Ist das Deutsch? Englisch? Ja. Deutsch? Ja. Ich dachte so Dick with Tits, aber... Nee. Deutsch. Yoga Downward Dog oder so. Downwall. Damenwäscheträger. Oh Gott. Okay, ja. Gabst du was schon mal von dir? Das gibt's natürlich häufig, aber die nennen sich anders. Die nennen sich so nicht. Außerdem nennen sie es für dich vielleicht gar nicht so, sondern fragen mich, ob ich sowas trage. Mhm. Und wenn sie das sehr detailliert wissen, ist es eigentlich ein Zeichen, dass ich eigentlich wissen kann, dass die das eigentlich auch selbst sehr gut kennen. Ach so, aber wieso solltest du denn Damenwäsche tragen? Ich bringe es dann denen einfach in ihrer Größe mit, wir das dann beide tragen können und dann sehr schöne, romantische, lesbische Liebe machen. Ich wollte gerade sagen, du hast ja auch. Die wunderbarsten Kunden, die mir mit am liebsten sind, die Crossdresser. Und du hast ja auch Frauen als Kundin, hast du ja auch schon gesagt. Prozentual. Aber für die ist es kein Fetisch, Damenwäsche zu tragen. Es ist viel schöner, wenn so ein BWT, ein Bart. Dicker Bart und Brilleträger. Genau. In einem Negligé. Wie viel prozentual Frauen sind bei dir Kundinnen? Sehr wenige. Die meisten eher in Form von Pärchen. Ja. Ich meine, es war vor kurzem noch völlig undenkbar, dass Frauen Sex kaufen. Und jetzt machen sie es. Es gab darüber einen sehr interessanten Artikel von Valerie Zaslavsky in der NZZ, dass viele Frauen anfangen damit, weil es ein emanzipatorischer Akt ist, weil sie über den Kauf von Sex eben aus dieser Performance-Falle rauskommen, dass sie immer nur gefallen wollen. Und wenn sie bezahlen und da nichts irgendwie dran hängt, dass sie nicht gefallen müssen, lernen sie, ihre eigenen Bedürfnisse kennenzulernen oder das, was ihnen Spaß macht. Und sie üben sozusagen. Und es wäre völlig absurd, das als Ehebruch zu bezeichnen auch, weil das ja eigentlich dazu dient, dass sie sich erstmal kennenlernen. Jenseits von diesem, das ist mein Ehemann, ich muss ihm gefallen, er muss mich lieben, ich darf mir keine Blöße geben, das ist bei Ehepaaren oft so. Die Scham voreinander ist immens. Wir dürfen uns die Blöße geben, indem wir auch die nächste Abkürzung wahrscheinlich falsch erraten werden. FS ist Englisch, Fisting Sex. Fisting French. French Spitting. Futzen Sex. Viel Saft. Hast du Face. Ja, ich weiß, was es ist. Ja? Was ist es? Face-Sitting. Face-Sitting ist das. Das mache ich ganz oft. Sitting. Face-Sitting. Mhm. Das ist gut, also das ist natürlich, kriegt man ein bisschen Muskelkater, weil man kann sich ja nicht wirklich raufsetzen. Sonst erstickt man denjenigen. Ja, man muss natürlich das so mehr spielerisch tun. Aber das ist schon anstrengend.
Ich wollte gerade sagen, erklär mal, was es ist, aber es ist eigentlich relativ selbsterklärend. Du kannst es dir vorstellen. Ja, okay. Willst du mal ein bisschen sagen, was Poesie mit Freiern zu tun haben kann? Ja, genau so ist das. Denn wir werden gleich noch fragen, ob dich das auch betrifft, aber... Ist ein Ball in mein Glas gekommen. Oh nein. Nein. Ja, jetzt musst du ihn trinken. Ja. Denn du und deine Kolleginnen werden... Meine Sekttasse. Leider auch bewertet von Freiern im Internet. Es gibt entsprechend Foren, die genau dafür ausgelegt sind, sich Bewertungen zu holen. Ja, nein. Leider sind die oft auch eher unsachlich, aber wir haben uns da ein bisschen umgeschaut und natürlich gibt es Schweine, die sich wirklich unsachlich und menschenverachtend äußern, aber dann gibt es da auch diese Freier, die denken, sie wären eigentlich zu höheren Berufen, die wahre Poeten sind. Wir haben das kombiniert mit Poetry Slam. Wir schauen rein in den allerersten Freier Poetry Slam mit echten Berichten 1:1. Mit echten, angeblich echten Berichten. Und alle
Eine Poetry-Veranstaltung, die so hoffentlich keine Zukunft hat. Schön, dass du heute da warst und uns ein bisschen in das Thema eingeführt hast. Salome Baltüs, dankeschön fürs Vorbeikommen. Folgt dieser Dame unbedingt auf allen möglichen Netzwerken. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja mal wieder. Also hier im Bällebad, meine ich. Ach so, meinst du das? Ja. Du meinst, falls du mal keine 3 Erhaltserhöhungen mehr bekommst und wir uns dann tatsächlich mal näher kennenlernen? Also man kann nichts mehr machen an den Preisen, ne? Ein kleiner Weihnachtsbonus oder so könnte da schon ausreichen. Salome, vielen Dank, dass du da warst. Nächste Woche hier im Bällebad. Joyce, Ilk, außerdem freuen wir uns natürlich über jeden Like, den ihr auf YouTube reinballert. Jetzt werden wir erstmal musikalisch abgerundet mit Dissi. Du hast mein Herz im Darknet verkauft. Bis nächste Woche. Ciao. Mit yeah yo, mein tief verletztes Ego löscht dich aus meinem Quellcode. Emoticon für Ego. Tempo steht auf Elektro und guckt so wie Zac Efron. Doch will er Stress, soll er kommen. Street Fighter an von Capcom. Je wütender ich bin,
desto besser die Punchline. Aber mir fällt grad nix ein. Also musst du mir egal sein. Egal, 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 mir egal, egal. Du hast mein Herz im Darknet verkauft, aber ist mir egal, ich hab es eh nie gebraucht. Du hast mein Herz im Darknet verkauft, aber ist mir egal, ich hab es eh nie gebraucht. Meine Liebe hat kein Filter wie ein Tor-Browser. Du hast sie aufgeraucht wie so ein dickes Horn, Alter. Check, Dark, Web, Defekt ist Herz für Buster. Geht gar nicht, dein Magga ist ein Buster. Surfen auf mein Feelings, Boot, mach das nicht. Neues Pop-Up, ich frag mich, was das ist. Kein Plan, doch ich hab es in den Vein. Mein 5-Star-Rating, Heroin. Du hast mein Herz Darknet verkauft, aber ist mir egal, ich hab es eh nie gebraucht. Du hast mein Herz im Darknet verkauft, aber ist mir egal, ich hab es eh nie gebraucht. Du hast mein Herz im Darknet verkauft, aber ist mir egal, ich hab es eh nie gebraucht.